Wir müssen dringend zur Arbeitsstunde, Klößchen. Mach schnell. Ich bin noch fertig. So. Ich auch. Karl? Hm? Du sitzt immer noch in deiner nassen Badehose da. Ja, entschuldige. Ich habe nur ein paar Zeitungsartikel gelesen zu den Unruhen hier im Freibad. Mhm. Ist echt traurig, dass man im Freibad Security braucht. Hm. Na gut, also, Was denn, Karl? Könnt ihr euch bitte umdrehen, wenn ich mich umziehe? Ich guck doch gar nicht, Karl. Ich zieh mich lieber in einer Umkleiderkabine um. Los, gehen wir. Beim Ausgang des Freibads befand sich ein Gebäude, in dem Toiletten und Umkleidekabinen untergebracht waren. Karl rannte hinein, verdrückte sich in eine Kabine und war gerade dabei, sich umzuziehen, als er plötzlich aus der Nachbarkabine eine Stimme hörte. Na, endlich bist du da! Hier! Hä? Karl schaute zu Boden, wollte seine Brille abwischen, fand kein Stück Stoff mehr an seinem Körper, setzte die Brille also ungeputzt wieder auf und schaute wieder zu Boden. Jemand schob langsam einen Schlüssel auf den rauen Waschbetonplatten hinüber in seine Kabine. Gut gemacht. Perfektes Chaos am Sprungturm. Ich hab, was ich brauche. Nimm deinen Lohn. Die Hand, die den Schlüssel hinübergeschoben hatte, blieb so lange auf dem Schlüssel, bis Karl ihn aufnahm. Karl gelang es, mit seinem Smartphone noch schnell ein Foto von der Hand zu machen, bevor sie wieder verschwand. Eilig zog sich Karl an. Als er nur wenige Augenblicke später in die Nachbarkabine spähte, war diese schon leer. Mist! Karl rannte zu seinen Freunden, die draußen auf ihn gewartet hatten. Schnell setzte er Tim, Gabi und Klößchen ins Bild. Das ist ja interessant. Und du hast ein Foto gemacht? Ja, hier. Der Ring ist ziemlich auffällig. Und schwarze Turnschuhe konnte ich erkennen, sonst nichts. Hier sind viele Leute aus- und einspaziert, aber schwarze Turnschuhe sind mir nicht aufgefallen. Lasst uns noch mal reingehen. Mhm. Also, es muss sich um eine Verwechslung handeln, oder? Ja, na klar. Der Unbekannte hat jemand anderen erwartet. Da. In dieser Kabine war ich. Hm. Und von da kam der Schlüssel rüber. Okay. Keine Spuren. Zeig mal den Schlüssel. Das ist ein Schließfachschlüssel. Nummer 73. Die Schließfächer sind am Ausgang. Kommt. Ja. Ah, da. 70, 71, 72, 73. Da sind wir. Jetzt mach schon, ich bin total neugierig. Ja. Nicht so laut. Seht euch mal unauffällig um. Beobachtet uns jemand? Nein. Nö. Aber wer sollte uns auch beobachten? Vielleicht der eigentliche Adressat der Belohnung. Ja. Wenn es denn überhaupt eine Belohnung ist. Stimmt. Könnte ja auch ein dummer Scherz sein und wir greifen gleich nach einer schmutzigen Unterhose. Ja, Klößchen. Also manche Gedanken könntest du gerne für dich behalten. Ja, Entschuldigung. So. Hä? Ein Umschlag. Oh. Ja, mach schon auf. Na los. 200 Euro. Keine schlechte Belohnung, würde ich sagen. Wow. Belohnung? Wofür? Gut gemacht. Perfektes Chaos am Sprungturm. Ich hab, was ich brauche. Hier ist dein Lohn. Das waren die Worte des Unbekannten. Oh, das ist also der Lohn für das Chaos am Sprungturm? Ja. Dann ist dieser Oberstufenschüler der eigentliche Adressat? Aber wozu das Ganze? Wir sollten den Umschlag wieder zurücklegen und den Schlüssel bei der Bademeisterin abgeben. Ja. Okay. So. Komm, macht schnell zu. Kommt. Das Bademeisterhäuschen ist nicht weit weg vom Sprungturm. Mhm. Also so eine anonyme Geldübergabe, das riecht doch nach einem Verbrechen. Ja. Und ich dachte schon, die Verbrecher haben auch Sommerpause.